Mein Name ist Gordon. Ich mache eine Ausbildung in der Optima Pharma GmbH als Mechatroniker und bin im dritten Lehrjahr. Hallo, ich bin der Hannes und ich bin Mechatroniker bei Optima Consumer GmbH im zweiten Lehrjahr. Ich habe mich für den Mechatroniker entschieden, weil ich mich in der Mechanik und in der Elektrik sehr interessiere und eben auch wissen will, wie das im Zusammenspiel später funktioniert und wie man die Probleme, die entstehen können, schnellstmöglich beheben kann. Einige Bekannte aus dem Dorf, die arbeiten bei der Optima und die haben halt viel Gutes darüber erzählt. Und Optima ist natürlich auch ein großer Name hier in der Region und dann habe ich mich halt hier eben beworben, habe dann auch die Zusage bekommen. Also man sollte einen mittleren Bildungsabschluss haben, gute Mitarbeits- und Verhaltensnote. Technisches Verständnis ist ein ganz wichtiger Punkt, den man mitbringen sollte für eine Ausbildung als Mechatroniker. Außerdem sollte man auch Reisebereitschaft mitbringen, weil es kann ja sein, später nach der Ausbildung als Monteur, dass man dann ins Ausland geht und die Maschinen beim Kunden aufbaut. Außerdem sollte man auch willig sein, andere Sprachen zu lernen. Englisch, weil man sich vielleicht beim Kunde oder mit Kollegen aus dem Ausland verständigen möchte. So, mein Ausbildungsalltag gestaltet sich momentan so, dass ich mich hier im Ausbildungszentrum auf meine Abschlussprüfung Teil 1 vorbereite. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich draußen in meiner Abteilung und da montiere ich elektrisch und mechanisch an Maschinen. Gerade auch wenn der Kunde hier ist, muss es alles relativ schnell gehen. In der Optima ist natürlich auch ein ganz großer Faktor, dass man Teamplayer ist. Bei vielen Sachen muss man zu zweit arbeiten, wenn es um schwere Teile geht zum Beispiel. Man wird auch nicht irgendwie so behandelt, ja, du bist ein Azubi, du musst jetzt den ganzen Tag erstmal putzen das erste Jahr und dann kannst du vielleicht irgendwann mal an der Maschine arbeiten. Du bist wirklich als eigentlich vollwertiges Mitglied dabei, darfst den Kollegen helfen, darfst bei wichtigen Tätigkeiten mitmachen und darfst einfach da unterstützen, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Dir wird viel anvertraut und das ist auch das, was viel Spaß macht. Mir macht meine Ausbildung bei Optima Spaß, weil man draußen an der Maschine eine große Vielfalt hat, dadurch, dass keine Maschine wie die andere ist. Ich finde es gut, dass mir gefördert wird und ein gutes Arbeitsklima herrscht. Meine Ausbildung in der Optima als Mechatroniker macht mir deshalb Spaß, weil es eben ganz arg vielseitig ist. Ich sehe ständig neue Dinge. Ich kann an ganz vielen verschiedenen Maschinen arbeiten, die verschiedene Sachen verpacken oder abfüllen. Und vor allem, ich baue eine Maschine von Grund auf in meinem Team. Und später sieht man dann, wenn der Kunde kommt und sich die Maschine anschaut und schaut, ob er zufrieden ist, sieht man dann, was man gemacht hat, ob die Maschine alles richtig macht, ob der Kunde zufrieden ist und auch einfach, ob man eine gute Leistung erbracht hat. Wenn euch noch Informationen fehlen oder ihr euch bewerbt, dann klickt auf diesen Link. Wir freuen uns auf euch.